Erfahrung und Empfehlung. Ich kann den Divine Cup Frauen jeden Alters empfehlen. Grob würde ich die beiden Größen in S und L einteilen. Die kleinere eignet sich mehr für Frauen vor der ersten Schwangerschaft, die größere eher für Frauen nach der ersten Schwangerschaft. Für mich zeigt der Divine Cup mehrere hygienische und gesundheitliche Vorteile gegenüber Binden und Tampons. Die Menstruationstasse hinterlässt weniger Rückstände in der Scheide als andere Hygieneartikel. Der Divine Cup, der in Deutschland produziert wird, besteht aus reinem medizinischem Silikon. Das hat den Vorteil, dass an diesem glatten Material weniger Bakterien siedeln als zum Beispiel an Tampons. Es wird vermutet, dass mit einer Menstruationstasse auch weniger Infektionen auftreten, da die Scheidenhaut nicht so stark gereizt wird. Für mich ist das sehr positiv, denn die Scheidenflora der Frau wird weniger verändert und kann in ihrem natürlichen Gleichgewicht bleiben. Ich finde vor allem interessant, dass diese Art der Monatshygiene nicht neu ist. Schon im Jahr 1867 kam in den Vereinigten Staaten das erste Mal die Idee einer Menstruationstasse auf. Allerdings war die damalige Handhabung noch etwas umständlich, weshalb sich der Artikel dann auch nicht durchsetzen konnte. Heute erfährt dieses eigentlich schon sehr lange existierende Produkt der Menstruationstasse neue Aufmerksamkeit. Mir gefällt das, ich selbst befürworte die Nutzung einer Menstruationstasse und empfehle Frauen immer wieder, den Divine Cup einfach mal auszuprobieren. Gerade für Frauen, die sich enger mit sich und ihrem Körper auseinandersetzen möchten, ist der Divine Cup eine gute Lösung. Sie lernen wieder natürlicher mit ihrem Körper umzugehen und intensiveren Kontakt zu sich selbst zu bekommen. Das finde ich in der heutigen Zeit sehr wichtig.